Das sind Bilder, da muss man wirklich genau hinschauen. Es geht eigentlich nur darum, ein 54 Meter langes Rotorblatt durch einen engen Ort zu transportieren. Doch die Kurve hat einen Winkel von 55 Grad. In diesem Fall helfen tatsächlich nur Kräne, mit deren Hilfe die Rotorblätter dann über Hausdächer und Baumkronen bewegt werden können. Wie groß der Aufwand ist, lässt sich leicht erahnen, denn da gibt es auch noch tief hängende Leitungen. Für die Lkw mit Spezialequipment heißt es wenden und dann in der richtigen Fahrtrichtung auf der anderen Seite der Kurve wieder unter die Kräne fahren. Erst dann kann der Konvoi seine Fahrt fortsetzen. Solche Aufnahmen verdeutlichen, welche Komplikationen der Transport von Rotorblättern immer wieder auslöst. Nun aber werden sie immer länger, länger und länger. Die Branche rüstet sich längst für eine neue Generation von Rotorblättern, die zwischen 85 und 120 Metern lang sind. Dabei geht es wohlgemerkt nur um die Rotorblätter und noch nicht um die Generatoren und Türme. Kaum vorzustellen, was von den Experten beim Aufstellen eines kompletten Windparkes geleistet werden muss. Die letzten Meilen sind die Herausforderung in der Regel, weil wir es natürlich an Orten zu tun haben, wo oftmals plattes Land ist, wo es aber vielleicht auch mal der Wald ist, wo wir über Waldwege zum Ziel gelangen müssen. Nicht nur wir, sondern auch die Kollegen, der Kranunternehmer, der muss ja auch letztendlich dorthin gelangen. Das bedeutet, wenn wir erstmal von der Autobahn herunterfahren, dann haben wir vorher schon sehr, sehr viel Arbeit gehabt, um überhaupt diese Strecken zu präparieren, das uns anzuschauen, ob wir überhaupt dahin kommen, wie wir überhaupt dahin kommen oder welche Maßnahmen alle ergriffen werden müssen, um überhaupt hier das Produkt ordnungsgemäß an das Ziel zu bringen. Für die Transportunternehmen bedeuten die neuen Rotorblattgrößen enorme Herausforderungen und Investitionen. Denn die Firmen müssen viel Geld in ihre Fuhrparks investieren. Diese Rotorblätter hier sind gerade mal 64 Meter lang. Und jeder, der an den Transporten beteiligte Lkw-Fahrer, weiß, dass damit noch lange nicht die maximale Länge zukünftiger Rotorblätter erreicht ist. Für die Fahrer ist es jedenfalls schon jetzt eine gewaltige Aufgabe. Der Flügel muss dementsprechend so gebaut sein, dass er die Bewegung aushält. Der Nachläufer, die Lenkung. Ne, das ist schon, da stecken jede Menge Fachkräfte dahinter, die sich sowas ausdenken. Und wir setzen es in der Tat um. Ja, ich bin mal gespannt auf diese ganze Geschichte. Bin jetzt 25 Jahre fast bei Universal. Sind noch mal eine ganz andere Herausforderung, gerade mit diesen Längen jetzt auch hier. Bin mal gespannt. Also die Nachläufertechnik kennen wir ja schon bei Universal, aber dies ist nochmal eine andere Geschichte. Jetzt kommt die Breite dabei, die Gesamtlänge, das sind schon extreme Abmaße. Aber auch selbstfahrende Rotorblattadapter können eine Lösung sein. Die neuen Abmessungen der Windkraftanlagen basieren darauf, dass diese zukünftig immer leistungsstärker werden und damit eben auch immer größer. Deshalb müssen auch die Transportsysteme flexibler werden, denn schon bald wird es ganz alltäglich sein, dass einzelne Rotorblätter über eine Länge von 100 Metern hinausgehen. Groß ist deshalb auch das Interesse am Rotorblattadapter G4 von TII Scheuerle. Das System soll den Kunden mehr Zukunfts- und Investitionssicherheit bieten. Der erste Testlauf startete auf der Schwäbischen Alb mit einem überaus zufriedenen Kunden. Ich würde sagen, es ist Zukunft, weil wir jetzt ein Fahrzeug gefunden haben, wo wir Windblätter transportieren können Richtung 80 Meter, Richtung 85 Meter. Der Aufwand draußen vor Ort ist größer geworden, einmal von der Planung her, einmal vom Transport her. Und wir sind mit dem Fahrzeug, was wir jetzt haben, einfach mit einer flexiblen Breite unterwegs. Wir können das Fahrzeug auf 3,49 Meter fahren für die ganz großen Windblätter oder wir können das Fahrzeug zurückbauen auf eine Breite von 3 Metern und können damit kleinere Windblätter transportieren. Deshalb sind wir einfach flexibler im Einsatzbereich des Fahrzeugs. Für die Zukunft gewappnet zu sein, das wird für die Unternehmen im Windenergiesektor immer wichtiger. Der flexible Rotorblattadapter soll schon für die kommenden Abmessungen von Rotorblättern geeignet sein. In der Zukunft werden wir Windanlagen haben, die über 160 Meter Nabenhöhe hinausgehen. Und an diese Windanlagen kommen entsprechende Rotordurchmesser,
bis zu 200 Meter in der Zukunft. Bei der Premiere des neuen Systems auf der Ostalb zeigten sich auch viele praxisrelevante Vorteile. Dazu gehören zahlreiche Sicherheitsfeatures, geringere Rüstzeiten und eine hohe Transporteffizienz durch die Schnellwechselvorrichtung. Das Transportsystem auf dem deutschen Markt hat den Vorteil, dass weiterhin Rotorblätter mit einer maximalen Achslinienlast oder Achslast von 12 Tonnen transportiert werden können, um die geltenden Vorschriften in Deutschland einhalten zu können. Im Ausland gibt es andere Vorschriften mit höheren Achslasten und diese können wir auch einhalten, indem die Kombination entsprechend konfiguriert werden kann. Beim Prototyp handelt es sich um ein selbstfahrendes System, das von einem 230 kW Dieselmotor angetrieben wird. Selbst engste Straßenabschnitte werden von der rund 110 Tonnen schweren Kombination mit Bravour gemeistert, wobei sich die fahrende Einheit und der Rotorblattadapter durch zwei Fernbedienungen unabhängig voneinander lenken und bewegen lassen. Groß ist die Faszination vor allem beim Durchqueren einer Ortsdurchfahrt, was sich an den vielen Schaulustigen zeigt. Um ein Touchieren mit Dächern oder Gebäuden zu verhindern, lässt sich der Rotorblattadapter um bis zu 60 Grad aufstellen. Abhängig ist der Aufstellwinkel allerdings immer von der Blattlänge, Schwerpunkten und den jeweiligen Straßenverhältnissen. Damit geht der neue Rotorblattadapter G4 nicht nur auf die besonderen Erfordernisse der Zukunft ein, sondern eröffnet auch dem Windenergiemarkt völlig neue Perspektiven.